Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder, ich bin heute aber nicht allein. Neben mir sitzt Carina und wir reden heute über das Thema Achtsamkeit. Falls ihr euch wundert, in was für einer Kulisse wir sind heute zu Gast bei der Mecklenburger Seenrunde. Was genau das ist, da werden wir auch gleich noch ein bisschen was drüber berichten. Carina, erste, allerwichtigste Frage, wie geht's dir? Mir geht's sehr, sehr gut. Was hast du heute schon Schönes erlebt? Ja, also wir sind heute angereist und sind ein bisschen lang im Auto unterwegs gewesen, aber ansonsten ging's, wie ich jetzt hier war, Schlag auf Schlag. Also ein kleines Interview auf der Bühne und neue Partner kennengelernt und viele Leute kennengelernt oder gesehen, mit denen man ja in der letzten Zeit Corona geschuldet eigentlich nur online gesprochen hat und jetzt auch mal endlich in live und persönlich gesehen da geht der Tag ganz schnell rum. So ist das ja bei uns beiden auch. Ne? Ja. Also wir kannten uns vorher nicht persönlich, wir haben uns nur mal gehört, telefoniert, voneinander gehört. Du hast jetzt schon gesagt, auf der Bühne, klingt wichtig. Was genau für eine Bühne war das und was hast du da auch erzählen dürfen? Ja, also es ist hier eine kleine Bühne der Mecklenburgischen Seenplatte und hat mich der Organisator Detlef auf die Bühne geholt, weil ich für ihn in seinen Augen eine besondere Geschichte mitbringe, die viele Menschen vielleicht beeindrucken kann. Und ich glaube, ich stehe für dieses, es ist alles möglich, egal was im Leben kommt. Ja. Okay. In der Anmoderation haben wir es ja schon ein bisschen angekündigt. Es geht heute um das Thema Achtsamkeit. Und bei dir nochmal so ein bisschen Transfer Achtsamkeit im Bereich der Pflege. Erzähl doch mal, was machst du denn konkret, wenn du nicht gerade bei mir im Podcast interviewst? Also jetzt, seit einem guten Jahr, bin ich keine Unternehmerin mehr in der Pflege. War ich 5 Jahre mit meinem eigenen Unternehmen und knapp 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und seit einem Jahr bin ich als freiberufliche Pflegewissenschaftlerin unterwegs und schule und gebe ganz viele Fortbildungen, auch im ambulanten Bereich und in stationärer Pflege. Und nebenbei bin ich Sportlerin und Motivationscoach und Speaker. Okay. Ja. Man wird ja nicht einfach so Speaker. Wie ist denn das genau passiert? Bei dir ist ja auch eine ganz besondere Geschichte da. Ja, also es ist 10 Jahre her und da habe ich meinen ersten Herzstillstand überlebt im Flugzeug. Okay. Und mit Notlandung, Reanimation, allem drum und dran, habe ich knapp... Wie passiert sowas? Aus heiterem Himmel. Okay. Aus heiterem Himmel. Wir waren 90 Minuten in der Luft, ich hatte unsere kleine Tochter auf dem Arm und auf einmal merkte ich, wie es mir schlecht wird und dann war es schon zu spät und dann habe ich erst wieder gehört, wie ich in dieser Bordküche gelegen habe und eine Frauenstimme gesagt hat, wir haben wieder einen Puls. Der Puls kommt wieder. Okay. Und dann gab es damals keine Diagnose und 4 Jahre später ist dann der zweite Herzstillstand passiert und seitdem trage ich auch einen Herzschrittmacher und habe aber ein Jahr davor ein eigenes Unternehmen gegründet, weil ich gesagt habe, ich möchte das ein bisschen anders machen in der Pflege, was ich bisher hatte und bin da schon auch sehr oft über meine Grenzen gegangen und dann kam 2 Jahre später eine neurologische Erkrankung, eine schwere neurologische Erkrankung, die mich lange ans Bett gefesselt hat und bis heute musste ich 50 Lumbalfunktionen über mich ergeben lassen, da wird Hirnwasser entlassen, übers Rückenmark hinten. Ja und dann das war so der Moment, wo ich dachte, okay, du bist Unternehmerin, du hast so viel Stress, du hast so viel Verantwortung, ist das der richtige Weg, den du tust? Also war überhaupt gar nicht achtsam mit mir. Aber wenn man dann so in diesem Hamsterrad drin ist und so selbst irgendwie gar nicht den Ausweg findet, dann macht man weiter. Und eigentlich war es mein Mann, der dann Ende 2019 schwer an Darmkrebs erkrankte, fortgeschritten auch und die Ärzte gesagt haben, sie wissen nicht, ob sie das Leben retten können. Und ich wollte mit 34 keine Witwe sein und dann habe ich gesagt, okay, und wenn er das überlebt, dann stelle ich mein Leben komplett um. Ich habe eigentlich so einen Deal mit dem Universum gemacht und habe gesagt, so kann es nicht weitergehen. Und dann habe ich von heute auf morgen eigentlich mein komplettes Leben geändert. Okay. Und habe gesagt, was ist wieder wichtig? Ich habe meine Firma verkauft, ich habe angefangen mit Sport, ich habe auf meine Ernährung geachtet, habe 40 Kilo abgenommen, habe einfach gesagt, ich möchte wieder gesund werden, weil das kann nicht sein, dass ich mit 34 oder 35
jetzt da sitze und ich bin krank. Ja, und da fing die Reise im letzten Jahr an. Ja. Und wie sah dein Leben konkret aus vor dem ersten und zweiten Herzinfarkt? Also warst du schon immer irgendwo dem Sport verbunden oder hattest du mit dem Thema Gesundheit, hast du Raubbau an deinem Körper begangen? Also ich war eigentlich immer sehr sportlich, habe Leistungstennis gespielt auch, ja. Und mit dem Einsetzen vom Herzschrittmacher fiel es weg, weil ja. Das ist ja mit Elektroden verbunden und gerade die Aufschlagbewegung ist so, genau. Und da war so eine Trotzreaktion, dass ich gesagt habe, wenn ihr mir meine Leidenschaft wegnehmt, dann mache ich auch gar nichts mehr. Und dann fing so eine Abwärtsspirale ja. an tatsächlich, weil ich gesagt habe, ich werde nie wieder einen Sport finden, zu dem ich so eine Leidenschaft entwickeln könnte, in dem ich so gut werden könnte. Und wie gesagt, dann Firma und ja, dann ist es in ein ganz schlimmes Ungleichgewicht gekommen, wobei ich immer geguckt habe bei meinen Mitarbeitern, dass die gesund bleiben, dass ich denen was Gutes tue und ich selbst bin in so eine falsche Richtung gelaufen und habe es viel zu spät erkannt. Ja. Also wir sind ja hier im betrieblichen Gesundheitsmanagement-Podcast. Da geht es ja auch genau darum, die Gesundheitsförderung der Mitarbeiter und natürlich aber auch die Gesundheitsförderung bei sich selbst. Ne? Das ist natürlich genauso wichtig. Wie sind denn da deine Erfahrungen? Klar, du hast jetzt das Unternehmen verkauft, aber du hast ja selber gesagt, ihr habt damals schon anders gearbeitet. Was genau hast du denn aus deiner Sicht anders gemacht als ein herkömmlicher Pflegeanbieter? Also wir haben erstmal geschaut, welchen Bedarf ist eigentlich da? Fängt es wirklich bei der reinen Körperpflege an oder braucht der Mensch nicht noch mehr? Hat er eigentlich noch mehr Bedürfnisse? Und wäre es nicht eine Unterstützung, ihn schon vorher abzuholen? Ja, und dann haben wir gesagt, gut, wir stellen es auf drei Säulen. Das ist einmal die hauswirtschaftliche Versorgung, weil jeder Mensch fängt im Defizit mit Hauswirtschaft an. Also das typische Beispiel ist eigentlich immer die Fenster. Ich schaffe es nicht mehr, die Fenster zu putzen. Und das zweite ist dann die grundpflegerische Versorgung, medizinische Versorgung und das dritte ist aber auch die Betreuung. Ja, also wirklich persönliche Betreuung, häusliche Betreuung anzubieten und zu sagen, wir machen ein ganzes Konzept draus. Ja. Dann haben wir eben dann noch Zusatzleistungen angeboten und haben gesagt, wir nehmen noch einen Hausmeister mit rein, wir werden einen Hausnotruf installieren, wir machen medizinische Fußpflege, medizinische Friseur, mobile Friseur und ja, das gab dann so ein ganzheitliches Konzept. Also einfach ein ganzheitliches Jahr. Genau, und dann haben wir gesagt, okay, was wird von der Pflegekasse bezahlt, was wird von der Krankenkasse bezahlt und welche Möglichkeiten gibt es noch? Und dann haben wir relativ schnell gesagt, wir wollen Qualität und wir wollen auch den Mitarbeitern eben nicht dieses, was man ja überall kennt, rein, raus, fertig, wieder ins Auto, Stress, zwischendurch essen, sondern wir möchten den Menschen Zeit vor Ort geben. Ja. Ja, und deswegen haben wir gesagt, wir machen so eine Art Privatzahlerkatalog und wir bieten das bei jeder Neuaufnahme, sagen wir, das ist unser Konzept. Und da war es eigentlich 99% der Fälle, dass sie gesagt haben, ja, wir möchten gerne Zusatzzeit buchen. Und ich glaube, das ist eine Kommunikationssache, also auch eine Philosophie, die dahinter steht. Ja. Und was aber auch auf der anderen Seite gesundheitsfördernd für die Mitarbeiter ist, weil die einfach wissen, okay, ich kann mich hinsetzen und kann noch diesen Kaffee zu Ende trinken mit jemandem oder ich kann mich hinsetzen und kann einfach nochmal hören, wie geht's Ihnen? Klar. Ja. Und dieses Qualität am Mehr für den Kunden ist dann automatisch das Qualität am Mehr für die Mitarbeiter. Richtig. Und dadurch, ich weiß nicht, ich sag mal, der Pflegebereich ist ja auch hart umkämpft, Fachkräftemangel. Wie hat sich das bei dir ausgewirkt im Hinblick auf Arbeitgeberattraktivität, im Hinblick auf Fluktuation, im Hinblick auf Krankenstände? Also wir haben eine sehr, sehr geringe Fluktuation gehabt und einen sehr, sehr niedrigen Krankenstand, weil wir einfach gesagt haben, okay, das ist so die eine Säule, aber die andere Sache ist auch, welche Menschen arbeiten denn in der Pflege? Und das sind ja meistens doch auch die Mütter. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, für uns ist selbstverständlich, dass wir Kindergarten übernehmen und dass wir aber auch familienfreundliche Zeiten anbieten. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, also bei uns im Kreis gab es so ein Zertifikat, das heißt familienfreundliches Unternehmen. Und dann haben wir gesagt, da machen wir auf jeden Fall mit. Ja, und dann haben wir einfach wirklich geguckt, also ganz individuell auch mit den Mitarbeitern geguckt, was kannst du leisten, was passt in dein Privatleben und was ist der Anspruch, den wir halt brauchen. Und das war einfach so eine Dynamik, dass wenn jemand mal krank geworden ist, dass wir automatisch jemanden hatten, der gesagt hat, okay, ich bin heute ein. Ja, das macht sie dann natürlich auch normalerweise ein bisschen einfacher. Genau. Aber man muss ja sagen, das Thema Achtsamkeit in dem Moment für dich selbst ist ja ein bisschen untergegangen. Ja. Ja, also ich merke auch jetzt noch, deine Augen glänzen, wenn du davon der Zeit erzählst. Das leuchtet. Die Qualität beim Kunden war da, die Gesundheitsförderung für die Mitarbeiter war da, aber wie sah es bei dir selber aus? Also ich glaube, dadurch, dass wir haben
angefangen bei null. Wir hatten null Kunden bei der Eröffnung und innerhalb von 4 Jahren haben wir 50 Mitarbeiter aufgebaut. Ja. Und ich glaube, also wir haben immer eine sehr große Weihnachtsfeier gemacht, Teambildungsmaßnahmen und jedes Mal haben wir auch einen Brief an jeden Mitarbeiter geschrieben und uns ist dann erstmal bewusst geworden, wie viele Mitarbeiter wir in einem Jahr immer eingestellt haben. Und es ging so schnell, dass ich glaube, da die Balance gefehlt hat. Weil wenn ich was tue, dann tue ich es immer mit ganzem Herzen. Ja, und so war es bei Unternehmen auch. Ja, und ich habe wirklich 50, 60 Stunden die Woche gearbeitet, weil ich einfach was Gutes wollte. Ich wollte jedes... Also mein, es war natürlich auch dein eigenes Baby und es fühlte sich wahrscheinlich auch manchmal nicht wie die Arbeit an, sondern eher wie eine zweite Familie. Ja, und ich wollte einfach auch jedem Mitarbeiter gerecht werden. Und es geht bei 5 Mitarbeitern noch super, ja, aber bei 50 Mitarbeitern und ich glaube, man wächst so rein als Unternehmer, Unternehmerin auch, aber man muss auch ganz höllisch aufpassen. Ja, und ich glaube, dass man sich selber nicht verbrennt und aufgibt. Genau, und ein Chef ist immer eine Vorbildfunktion auch. Ja, und da habe ich wirklich, da habe ich Rauber an meinem Körper betrieben. Dann kam die Erkrankung mit deinem Mann, was bei dir, ja, der Deal mit dem Universum war. Und dann von heute auf morgen kam der Switch. Ja. Ist es gut ausgegangen mit deinem Mann? Ja, hat überlebt. Und was ist seitdem, was hat sich verändert? Ja, also ich habe, also dieser Druck, ne, dieser Druck auch zu sagen, also dieses Unternehmen war schon viel Druck für mich auch, ne, weil ich doch auch viel über mich, meine Persönlichkeit kennengelernt habe. Ich habe gesagt, das ist jetzt mein letzter Versuch zu überleben, so ungefähr. Ja. Das hört sich jetzt sehr dramatisch an, aber es war wirklich so. Ja, dann, ich meine, wenn man eine Nahtoderfahrung hat und weiß, wie großartig dieses Gefühl ist, dann ist dieses Leben, was immer wieder diese Steine in den Weg legt, so schwer. Okay. Ja, und dann habe ich letztes Jahr, Anfang Januar 2020, gesagt, ich will nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und da war so unsere Tochter und meine 12-jährige Tochter, die dann mich irgendwie zum Weitermachen bewogen hat. Und dann habe ich gesagt, aber so nicht mehr. Und ich habe viel über mich selbst kennengelernt, auch dass ich eine Unternehmerin sein kann, aber ich will es gar nicht. Yeah. Ja, ich will diese Verantwortung. Ich habe ein viel zu weiches Herz eigentlich dafür. Und auch wenn ich es gut mache, heißt es noch lange nicht, dass ich es wollen muss. Ne? Und ich glaube, das war so die größte Erkenntnis über mich, zu sagen, ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte und jetzt gehe ich andere Wege und jetzt stelle ich mich in den Fokus mal, weil ich eben nicht weiter krank werden möchte und das wäre passiert. Also hätte ich weiterhin in diesem Schreibtisch gesessen, weiß ich, dass ich diesen Absprung nicht geschafft hätte und dann habe ich jetzt dieses Sabbatjahr schon auch genutzt, um einfach auch ja, mal zu gucken, was willst du eigentlich und beschäftigt mich mit dem Leben. Ja, und das war eine große Erkenntnis. Du bist jetzt trotzdem immer noch selber als Speakerin unterwegs. Ja. Was sind da genau deine Kernthemen? Also das Größte ist eigentlich Motivation. Ja, also Motivation nicht nur im Sport, sondern eben auch so im Lebensleben. Ja, wie gehe ich weiter? Weil es gibt schon auch viele, viele Menschen, das hat jetzt Corona auch gezeigt, denen so der Boden unter den Füßen weggerissen wurde und so keine Perspektive mehr für sich finden. Und ich glaube, da setze ich einfach an zu sagen, okay, das ist alles erlebte Erfahrung. Ja, alles, was wir bekommen haben, ist erlebte Erfahrung. Und nehmt das Positive daraus und guckt, was können wir damit jetzt hochgebrauchen. Ja, und findet den Frieden mit dem Schlechten. Und egal, welche Situation kommt, in der Zukunft werden wir es anders machen. Ja. Ja, und das ist einfach, glaube ich, so, das sind so meine Kernthemen. Und in Betrieben tatsächlich ist Achtsamkeit ein großes Thema, wo jetzt auch immer mehr Unternehmen so den Fokus ein Stück weit haben. Ja. Was denkst du, woran liegt das, dass das Thema Achtsamkeit immer eine größere Rolle bekommt oder auch so Themen, ich nenne es zwar nicht immer nur Motivation, sondern auch so Mindset oder Sinnsuche, gerade so das Thema sinnhafte Arbeit, das merke ich zumindest, wird immer ein größerer Stellenwert, als jetzt einfach nur Geld zu verdienen. Also die wenigsten arbeiten nur noch des Geldes wegen, sondern eben um wirklich Sinn zu stiften. Woran liegt das? Also ich glaube, zum allerersten, es gibt ja eine ganz, ganz tolle Studie, auch eine validierte Studie in der Pflege, wo ganz viele Mitarbeiter vor Corona allerdings schon gefragt wurden, was ist es, was sie in der Pflege oder was ist es, was sie brauchen? Und da war so nicht an erster Stelle das Geld, sondern die Wertschätzung. Ja, es geht nur um die Wertschätzung, es geht nur um die Wertschätzung meines Chefs, aber auch um die Pflegekunden.
Und ich glaube, genau das ist es. Ja, es gibt eine neue Generation, die jetzt kommt an Arbeitnehmern, ja, und die einfach auch den Fokus an das legen. Und Resilienz, also ganz oft sprechen wir über Resilienz und die Leute gucken mich an, gerade so diese ältere Semester, also habe ich noch nie gehört. Ja. Und ja, ich bin so ein ganz großer Verfechter von der Salutogenese, das ist die Lehre der Gesundheit. Und dann erkläre ich das erstmal, ne? Was bedeutet das überhaupt? Und dann sagt er, ah ja, und auch sie zu konfrontieren, zu sagen, wo seid ihr denn eigentlich achtsam in eurem Alltag? Wo seid ihr es denn schon? Ja, und dann, wir sehen diese Dinge, die wir tun, immer schon als selbstverständlich. Ja, also diese, immer kommt, ich habe so viele negative Gedanken am Tag und so weiter. Dann versuche ich das umzukehren und zu sagen, okay, lass uns mal auf die Habenseite gehen und gucken, wo seid ihr denn eigentlich? Ja, ich mache das und das und das und dann nehme ich mir in Ruhe den Kaffee und dann, aha, okay, wenn da keine Gedanken sind, dann hat es schon was mit Achtsamkeit zu tun. Und dann merkt man ganz häufig, dass da schon sowas aufgeht. Ja. Da kommt irgendwas ins Klingeln innen drin. Und ja, und dann sind die Menschen auch offen für dieses Thema. Und auch die Unternehmen, wie gesagt, ich glaube, da geht es auch darum, sich ein Stück weit abzuheben von anderen. Ja, weil wir haben ja doch auch Fachkräftemangel ohne Ende. Ja. Und auch als Unternehmen zu gucken, was ist mir wichtig. Ja. Auf die Reise, wo geht die Reise für mich hin und was ist meine Philosophie dahinter? Und wie kann ich meinen Mitarbeitern da auch was tun? Klar, ich muss halt als Mitarbeiter achtsam mit mir umgehen, ich muss als Chef achtsam mit mir umgehen, aber ich muss auch als Organisation irgendwo achtsam sein und gucken, wo ist denn der Status quo und sich einfach nicht nur in der Arbeit und Arbeitsprozessen zu verlieren, sondern sich einfach auch manchmal zu reflektieren und bewusst vielleicht auch mal eine Auszeit zu nehmen. Ne? Da hilft vielleicht auch manchmal so eine Corona-Pandemie, ne? So eine Zwangspause, um einfach mal auf Reset zu gucken. Hast du denn so 3 bis 5 Quick-Tipps, wie ich denn irgendwie achtsamer meinen Arbeitsalltag oder meinen beruflichen Alltag oder privaten Alltag achtsamer mit mir und meinem Körper umgehe? Also das erste ist, glaube ich, Routine. Ja. Also Morgenroutine. 5 Minuten Morgenroutine oder Abendroutine. Und wir müssen das 90 Mal hintereinander machen, um dass es überhaupt so eine Routine wird. Ja? Und wirklich ganz bewusst, also auch in meinen Einzelcoachings, weil die mache ich nebenbei auch noch, gebe ich das immer als Hausaufgabe auf. Und am Anfang sagen die Leute immer, oh, das ist so schwierig und ich kann meine Gedanken nicht abstellen und so. Und man merkt aber von Woche zu Woche, wie es besser wird. Wenn man dann sagt, okay, heute habe ich einfach mal gar nichts gefühlt und gedacht. Und es war so großartig, es war wie so ein kleiner Urlaub, tut mir dann viele rückmelden. Und ich glaube, das ist so das Erste, sich seiner Zeit bewusst werden. Ja, zu sagen, okay, wie viel Zeit verbringe ich wirklich mit Arbeit und wie viel Zeit verbringe ich mit Dingen, die ich gar nicht tun möchte, aber tue sie, weil sie aus Gewohnheit geworden sind. Und eben diese kurzen Auszeiten zu nehmen. Wirklich diese kurzen Auszeiten, sich was Gutes zu tun. Ja, und ich glaube, der größte Tipp ist, den Wert seiner Zeit zu erkennen. Ja. Okay, also schon mal vielen Dank für diese Tipps. Hast du denn so zum Abschluss nochmal so einen letzten Rat, so einen letzten Tipp an meine Zuhörer, an die Community, irgendwas, was ich vielleicht noch gar nicht gefragt habe zum Thema Achtsamkeit, Motivation, Mindset? Als ich letztes Jahr entschieden habe, mein Leben komplett zu verändern, habe ich ein Zitat, also es kam mir in den Kopf, ja, und es war, ich lebe und das ist das Beste, was ich heute erreichen kann. Okay. Und das ist eigentlich, da ist eigentlich alles gesagt, ne? In so einer Leistungsgesellschaft, wo es immer um Leistung geht, zu sagen, okay, wenn ich heute einfach mal lebe, das ist das, was ich glaube, ich hier mitgeben kann. Das sind halt auch ziemlich starke Worte. Okay, Karina, falls ich noch mehr über dich erfahren möchte, falls ich dich kontaktieren möchte, darf ich das? Wenn ja, wie erreiche ich dich, wo erreiche ich dich, wie kann ich auch mehr über dich erfahren? Also ich habe eine Homepage, www.karinaleben.de, da ist auch viel über mein anstehendes Projekt quasi um eine erste große Challenge, die ja jetzt im Oktober in Garmisch ansteht. Ja. Und dann geht es natürlich weiter. Also es ist ja nur der Startschuss für die erste Challenge. Was hast du da genau vor bei der Challenge? Also es ist eigentlich eine Challenge, eine sportliche Challenge, weil ich habe ja letztes Jahr bei Null angefangen. Ich bin 8 Minuten langsam gelaufen und dann habe ich 2 Tage mitgelegt. Dann habe ich gesagt, mein purer Wille ist so groß, dass ich nächstes Jahr wirklich die Zugspitze hoch bin. Okay. Und jetzt ist daraus so eine große Challenge geworden, dass ich in einer Woche fast 500 Kilometer fahre und 3000 Höhenmeter. Okay. Und das, wie gesagt, mit Handicap, ja, durch diese Erkrankung, aber das ist eigentlich ein Projekt für Lebensmut und für jeden da draußen, der irgendwie
Angst hat, anzufangen oder denkt, er kann das nicht, ne? Und einfach anfangen und dann ja, und es ist dann halt auch schön zu sehen, ich sag mal, wenn du das schaffst, genau, mit deinen Handicaps, genau, dann kann halt jeder gesund sein, auf jeden Fall jeder kann es. Und ich glaube, da geht es mir so ein Stück weit darum, die Menschen zu motivieren, da auch wieder ein bisschen mehr ihren Körper wach zu rütteln. Und viele fragen mich auch auf Instagram. Also Instagram bin ich auch sehr aktiv, Carina Hilfenhaus. Und fragen ja immer, wie ich mich das schaffe, mich zu motivieren. Und dann sage ich ganz einfach, ich weiß, wie es ist, wenn man sich nicht bewegen kann. Und jeden Morgen aufzustehen, aufs Fahrrad zu gehen, das ist für mich die pure Freude, weil ich es einfach kann jetzt. Ja? Und das wünsche ich jedem Menschen, der es kann. Einfach auch mal dankbar zu sein, genau, ne? Dass jeder einzelne Tag, den es gibt, dass man zwei gesunde Hände hat, zwei gesunde Füße hat. Ja. Instagram, ja, Facebook, ja, genau. Homepage, genau. Und ja, ansonsten E-Mail, genau, carina.hilfenhaus@gmail.com. Wir werden entsprechend alle Links in den Shownotes und in der Videobeschreibung hinterlegen, damit wir auf jeden Fall dich erreichen können, wenn wir dich erreichen wollen. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja dann irgendwo in irgendeinem Unternehmen wieder. Definitiv, also da, also du bist Speakerin im Unternehmen, du machst Einzelcoachings, man kann einfach auch Hilfe bei dem Team Achtsamkeit, Motivation, nicht nur in der Pflege, auch insgesamt auch übergreifend andere Unternehmen entsprechend dich kontaktieren. Super. Wenn euch das gefallen hat, also mir hat das für super gefallen, das Interview, wenn euch das genau gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Podcast. Falls ihr Fragen an mich habt, könnt ihr mir selbstverständlich eine E-Mail schreiben bei info@autos.de und die auf YouTube zuschauen, selbstverständlich da oben geben und ein Abo hinterlassen. Ich bedanke mich, dass du meiner Einladung zum Podcast gefolgt bist. Ich bin mir auch sicher, das wird garantiert nicht das letzte Interview, was wir beide geführt haben. Wenn euch also das gefallen hat, gerne da auch Feedback geben. Wenn ihr Fragen habt, die ich weiterreichen kann, immer frei raus. Alle Fragen. Ich beantworte alle Fragen. Oh, musst du vor. Ja. Also ich bedanke mich schon mal, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund und spruchfrei. Carina, dir gehen die letzten Worte. Ja, auch ich wünsche mir, dass ihr alle gesund bleibt und ich habe ein Buch geschrieben, was im nächsten Jahr rauskommt und da könnt ihr nochmal ganz intensiv drüber nachlesen, wie sich auch so ein Headshot dann anfühlt, wie eine Nahtoderfahrung sich anfühlt und wie man es schafft, ja, diese Kraft aus all diesen Schicksalsschlägen zu schöpfen. Und da freue ich mich, oder den einen oder anderen wirklich auch mal in live zu sehen. Super. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao.